Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So, in der heutigen Folge, glaube ich, werden wir mal das mit dem Kopfgeld machen. Das habe ich auch schon auf der Karte markiert. Ist hier oben. Kopfgeldjagd. Und schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Ich muss zugeben, Leute, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt, weil ich nur am Assassin's Creed zocken bin. Und ja, nicht so viel Zeit war für Red Dead. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir wieder reinkommen mit der Steuerung und alles. Aber ich glaube, das werden wir schon hinkriegen. So, dann schauen wir doch mal. Hier gibt es auch so viel Nebenzeug zu machen. Pflanzenkunde, die Tiere da alle finden und schauen, was es so für Tiere gibt und sowas. Mein Gott, da gibt es so viel zu machen. Genauso ein Spieler, weißt du schon nicht, was du zuerst machen sollst. Achtung, ja. Mach mal. So, wo sind wir hin überhaupt? Karte ein bisschen größer machen? Ja. Also eigentlich soll ich gleich wieder Platin machen wie in dem Spiel wahrscheinlich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Ich glaube, da brauchst du 500 Stunden oder so. Und wahrscheinlich gibt es ja auch einen Haufen Online-Trophäen. Deswegen glaube ich eher nicht, dass wir das machen. Mister, can you please? I've been on the run for days now. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. Was willst du? Listen to. Just shoot the chains off, please. I'm done for otherwise. Ketten. Come on, do it! Ja, warte mal, nehmen wir eine andere Knarre. Die da, oder was? Jesus! Keine Ahnung. Das kann er rennen auf jeden Fall. Das war ein Sträfling, wo man vielleicht nicht helfen soll. Der mir später noch im Rücken fällt oder so. Wir müssten eigentlich bald da sein. Ah, warte mal. Ah, okay, da drüben.
Irgendwie schauen, dass wir hier runterkommen. Alice and Swan. Okay, eine Frau müssen wir finden. Kann ich hier runtersteigen? Okay, schauen wir doch mal. Okay, ich höre was. Okay, ich glaube, den Typen werden wir gleich mal erledigen. I guess I'm like the rest of them. Ought to come along with you then. Alter! Okay, die dürfen nicht abknallen, die blöde Kuh. Ja, wie kann ich die denn schlagen? Ich muss irgendwie schauen. Ja, man muss schon auf die Steuerung schauen. Irgendwie kann man auch da mit dem Gewehr zuhauen. Steuerung. Zielerfassung. Springen, angreifen. Zupacken, Nahkampfangriff, okay. Hier geht aber nichts mit Nahkampfangriff.
Ah! Boah, ich stelle mich wieder an hier wie der letzte Mensch. Geht doch. Don't you manhandle me? Gehst jetzt in den Knast, du Bitch. Mein Gott, das ist eine schwierige Geburt hier. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir landen müssen. Oh dear. What came over me? Did I just do those things? Be quiet with that. Bitch. So, wir müssen hierher. Zum Gefängnis. Jetzt, wenn wir gleich hier rüber gehen, müsste es doch kürzer sein. Scheiße, jetzt hätte ich ihn erst decken können. Den Typen, den ich erschossen habe. Save me. Save me from the sheriff. And moreover, from myself. You're such a strong man. So tough and burly. Maybe if I had a strong man like you, I wouldn't be in this mess. My menfolk, they've all been weak. This the help you're looking for? Schnauze, bitch. I hate you, you sad sack of shit. I wish I'd cut you. I ain't falling for it. Genau, wollen wir zurück? Ich glaube, $90 oder so gibt es für die. Muss ich da jetzt in irgendeinen Hinterhalt geraten oder so? Wäre natürlich nicht so gut. Ich glaube, wir kommen jetzt hinten in die Stadt rein, oder? Jetzt glaube ich, ist es die Stadt überhaupt? Ja. Okay. So, jetzt kannst du in den Knast gehen. Ich muss auch so aufpassen, dass wenn du hier einen umrennst, dann hast du dein Kopfgeld drauf.
coming up on the jailhouse. You got a ride ahead. Anything else you want to try on me? Just get me there. You're no fun at all. I'm afraid I ain't. So, Pferd anbinden. You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Die mir die Fesseln abgemacht. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. The Black Widow herself. This town's so starved of women. I'm sure she could find herself. Alles klar. Leute, ich habe jetzt rausgefunden, wie das hier geht mit den blöden Steckbriefen. Es geht nur um, glaube ich, um 6 Uhr frühs. Dann kann man die Steckbriefe holen. Deswegen waren wir immer zu spät, wo wir das probiert haben. So. Dann schauen wir mal auf die Karte, was wir jetzt machen können. So, hier haben wir alles. Haben wir denn hier? Was ist das hier? Ach, das ist wieder so ein komischer Kauz. So, wir könnten jetzt mal hierher zu Hosea Matthews. Mal schauen, was es da gibt. Let's go, girl. Grüßen, verehren. Wie sieht es eigentlich bei uns aus mit unserem... Wir sind eigentlich voll. Ah, wir brauchen nichts. Aber ihr habt gesehen im Menü, dass wir unterernährt sind. Keine Ahnung, was das für Nachteil bringt. Ich glaube, dass wir dann zwar mehr Ausdauer haben, wenn wir unterernährt sind, weil wir uns natürlich schneller bewegen können, aber dafür weniger an Schaden einstecken können. Glaube ich mal gelesen zu haben. Aber ich will jetzt ja auch nicht unnötig mein Essen hier verbraten. Alter! Alter Schwede! Die ganz sauber oder was? Ah, es gibt natürlich wieder Knete. Hier oben war auch noch einer. Und so, wo ist der jetzt hier?
Ah, da vorne. Gehen wir da hoch. Können wir was für State einnehmen? Brandy. So, wo liegt der hier? Der Pimmel, der. So, dann weiter. Yep. Wollt ihr mal gucken, ob ich so ein blödes Tier tracken kann? Ich sehe jetzt hier aktuell keins. I ain't got the time nor the patience for strangers. Denn die jetzt ganzen. Ah, da vorne ist eins. Seht ihr, ihr zwei? Ach, das sehe ich jetzt wahrscheinlich nur, wenn ich runtergehe, oder? Vom Pferd. Dann kann ich das machen. Gegenstände. Ah, da. Kamera. Muss ich mit der Kamera machen? Ich weiß es nicht. War das mit der Kamera oder? Nee. Dann muss ich es mit dem Fernglas machen. Da muss ich mal näher rangehen. Kamera wegpacken. Ich will es jetzt nur mal schnell probieren.
So, wo sehe ich das jetzt? War das. Nee, Fortschritt war das nicht. Das war es auch nicht. War es nicht. Ich glaube, da muss ich kurz drücken. Ah, genau. Aufgaben. Herausforderungen. Meisterjäger. Glücksspiele. Meisterjäger. Ein von drei Hirschen gehäutet. Bärenarten probiert. Okay, da habe ich das vielleicht noch gar nicht drin, ne? Okay. Mit zwei Hirschen töten. Eigentlich kann ich den gleich mal probieren, oder? Mit dem Bogen. Oh, da muss ich wieder aufs Pferd, Mike. Das gibt mir auf den Sack. Wenn das hier nicht dabei ist. Jetzt ist der Hirsch schon weg wieder, oder? Der ist schon wieder weg. Schick mir die so. Da ist er. Ach, die kriege ich ja niemals. Komm, noch mal anders mal. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Gehen wir zur Hauptmission weiter. Die schießen doch bestimmt gleich wieder auf mich, oder? Keep clear of the wagon, sir. Hey, thank you. Ah, sons of bitches. Be quiet. You ain't going nowhere. I'll kill all of you. Will you just shut up back there? Na, wir gehen mal weiter. Ja. Weiß nicht, das hat, ich habe jetzt nicht gewusst, sind es jetzt. Waren das jetzt Sheriffs oder nicht? Oder waren das Halunken? Ausgesehen hätten sie ja wie irgendwelche komischen Sheriffs oder so.
Border Collie. So, und schauen wir doch mal. Das ist ein interessanter Weg, es zu sagen, Seamus. No doubt. I do interesting very well. It's trusting I don't do so well. Please. I know how to work with good people, Seamus, and I work in the right way. We all say that. Never met an easy. Ay. Very true. In that case, I'm a new. Ich finde, das haben sie blöd gemacht, weil man immer wieder das Gewehr holen muss und das nervt ein bisschen. Dann drüber mit dir, mit Hossa. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survived that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Okay, wir sind dann Cousin beklauen. Angeheirateten. Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. Ooh. That's what you call. Ah, wir haben sie schon markiert, okay. Oh, clearly you've recovered from your bear encounter. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Ah, da können wir kutschen und so. Come on, it's not like he's asking us to rob a Verschachern. If the two of us can't steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage, we should hang up our hats now. How you feeling about things now? What things? This place. The gang. Been here a few weeks now. Good, I think. Better. I figured more folks would have cut and run on us, given everything that happened.
Like Dutch always says, a lone wolf don't last long out on the plains. He does like to trot that one out. People see that. Schauen wir mal, wo sind sie auf der Karte überhaupt? Wahrscheinlich ewig weit weg, oder? Ah, nee, da oben gleich. Okay, es geht noch. When they get a few years on them, even someone like Micah. There's a couple of folks I wish had cut and run. Maybe they'd say the same about you. Okay, wir dürfen nur halt nicht, wir dürfen keinen umbringen. Didn't you? We should go on foot. Let's see what we're dealing with. Come on. Waffen mitnehmen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die blöde Kutsche klauen können. Here's the house. See the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, let's take a quick look at the place. Anyone around? Yes. Okay. I reckon we can do it now. I'll head over, distract them by putting on a little show while you sneak into the house, find what you can, then get the stagecoach. Or wait until nightfall. Sneak in, then I'll get the coach. You can try the house. What do you think? Let's wait. Okay, let's go. Sure. Ich hab keinen Bock. You go into the house. I'll go find this wagon. Maybe take a peek through the windows before you go in. Make sure it's all quiet. Hundertprozentig versauen wir es wieder. Okay, hier ist nichts. Schauen wir in das Fenster rein. Da wird auch nichts, hier werden wir auch nichts sehen. Okay. Da wo schläft jemand, okay. Wir gehen schon jetzt aus dem Haus. Hm.
Kann ich den Bourbon nicht nehmen? Ein Apfel und eine Möhre. Was ist denn los? Boah, ernsthaft? Muss ich ernsthaft da hochgehen? Das ist ja gar nicht hier. Hier ist ja nichts mehr. Die sollen das Zeug für 45 Dollar klauen, das ist doch gar nichts mehr. Ah, die Schweine. Läuft, Gott. Finde Hosea draußen. Können wir gleich hier rausgehen? Dear boy. Ich werde gleich mitnehmen hier. Pferd ist noch mehr dran, oder? Okay, super. Nicely done. We got everything we needed. And I'm pretty sure they never even knew I was there. Yes, way. Less problems the better right now. Just need to get this back to Seamus in one piece and it's a good night's work. So what were you able to lift from the house? Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Hast du gesehen unter dem Kamin? Knete. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. Looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death. Der wird sich freuen, wacht auf, keine Kohle mehr im Kamin. Seine Kutsche weg. Wird nichts mehr. How long you think we're gonna stick around here for? Hey, slow it down. Not sure. Till we can't, I suppose. Feels like we're starting to get back on our feet, slowly but surely. Just need to keep at it. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Ah, die Kutsche ist zur Scheune. Get back on the path. Boah, bin ich jetzt falsch oder was? Ey, ey.
We must be able to go faster than this. Yeah. Hello, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Okay, Leute, was müssen wir jetzt machen noch? Ist fertig, oder was? Dann gehen wir aufs Pferd. Nee, muss ich mit ihm reden, oder? Warum geht denn da so langsam, Mage? Annehmen? Sure. Okay, was macht ihr jetzt zum Lager zurück, oder was? Okay, zum Lager zurück. Gut, Leute, damit würde ich sagen, jetzt sind wir eh schon am Lager. Optimal, haben wir jetzt einen Haufen Zeit gespart. Damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle... Ah, du kannst jetzt gestohlene Waren an Sauers dem Healer auf der Emerald Range verkaufen. Sehr schön. Besuche Healer, illegale Waren zu kaufen, Amulett oder Talisman herzustellen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn er mich natürlich ein bisschen unterstützt. Gut, Leute, damit genug gesabbelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Andi.